Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal Part 8, Fallout New Vegas. Oh. Ja. Wo waren wir jetzt hier beim Black Mountain? Dann werden wir jetzt mal erklären. Hört sich dann Gewitter an. Ja, Verstrahlung. Oh nein. Er ist runtergeplumpst. Das ist nicht gut. Toll, muss ich wieder hoch. Okay. Dann nicht gut. Oh Mann. Oh, die Katze ist drin schon wieder durch hier. Ob wir was überleben hier. Verschieß nicht deine ganze Munition. Die gehört mir. Ja, nur zu tot zu machen. Aber nehmen wir keine Verstrahlung mehr hier. Bisschen was? Das müsste nur Vega sein, ne? Wir können jetzt da hochgehen. Aber ich glaube, da würden nur noch mehr verstrahlt werden. Noch habe ich ja leider keine richtige Rüstung, um mich da hochzukämpfen. Sagen, wir gehen jetzt Richtung New Vegas. Da war ich ja noch nicht.
Ja, gehen wir Richtung New Vegas. Übrigens, ich versuche jetzt immer jeden Dienstag, Donnerstag und Samstagabend einen Livestream zu machen auf Twitch. Kanal ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also wenn ihr dabei sein wollt, ihr müsst es nicht, weil die ganzen Streams kommen auch auf meinen MVGamer Twitch Streams Kanal. Da werden die dann im Prinzip noch am selben Tag auch veröffentlicht. Und einen Tag später kommen sie dann meistens auf diesen Kanal hier. Nur mal so als Info. Oh, was läuft denn? Da fliegt ein Roboter rum. Freund oder Feind? Scheint freundlicher zu sein. Aber das weiß man hier ja nie so genau. Webcon Hauptquartier. Was bist du für einer? Wie kann ich Ihnen dienen? Und mit dem kann ich nicht interagieren. Schade. Das wird bestimmt auch so eine sein. Hier war ich noch nicht drin. Ich weiß noch nicht, ob ich das passende, die passende Stufe dafür schon habe. Können wir ja mal rausfinden. Oh, ich bin wieder überladen. Habe ich nicht schon einen Laser? Ne, ich brauche noch ein Lasergewehr. Bin nochmal überladen. Chromkorken nehmen wir mit. Wie, das ist immer schön. Ne. Schick. Ich beantworte gern all Ihre Fragen innerhalb vorgegebener Parameter und Ja, das führe ist doch Sie auf schön. Wunsch durch unser Museum. Wie kann ich Ihnen dienen? Willkommen zurück. Sind Sie an einer Tour durch das Repcon-Museum interessiert? Oder haben Sie eine Frage zur Firma, bei der ich weiterhelfen kann? Ja, haben Sie eine Frage? Was gibt es über Webcom zu berichten? Ich kann Ihnen sämtliche Fragen beantworten. Vorausgesetzt, Sie haben mit der Geschichte von Repcon, Forschung und Entwicklung oder Rapco zu tun. Die Geschichte von Webcom. Die glorreiche Geschichte von Repcon beginnt im Jahre 2054, kurz nachdem die berühmte Delta-11-Rakete fertiggestellt und gestartet wurde. Repcons ursprüngliches Ziel war die Entwicklung von Treibstoff für Orbitaltriebwerke, eine Reaktion auf die Energiekrise von 2052. Schlimme Zeiten. Als Rapco Repcon Ende 2076 kaufte, profitierten beide Firmen davon. Repcon sollte nun unbemannte Raketen zur Erforschung des Sonnensystems entwickeln. Das reicht in Sachen Webcon. In Ordnung, aber Sie können mich jederzeit wieder zu Repcon befragen. Während der Tour erfahren Sie alles über Repcons Erfindungen und erhalten Ausblicke auf Zukünftiges, das durch den Mutterkonzern Rapco möglich wurde. Die Flügel im Museum.
Weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll. Ausgezeichnet. Bitte gedulden Sie sich einen Moment. Die Besichtigungstour wird gleich beginnen. Bereit für die Rapcon-Tour, Rocketeers? Dank der tollen Leute bei Rocco bin ich heute Ihr Führer auf dem Weg zu wissenschaftlichen Entdeckungen. Ja, gucken wir uns mal an. Dank der tollen Leute bei Rocco bin ich heute Ihr Führer auf dem Weg zu wissenschaftlichen Entdeckungen. Wie kann ich Ihnen dienen? Ich bin zu sehr überladen. In dem bleiverkleideten Kasten hinter mir befindet sich ein Brennstab aus einem unserer Reaktoren. Treten Sie nicht zu nahe heran. Und weiter geht's. Der ist doch der. Rechts sehen Sie einige alte Sicherheitsfässer, in denen Rapcon früher radioaktiven Müll lagerte. Sie sind absolut sicher. Links sehen Sie einen Berg an Rapcon-Sicherheitsfässern, die laut einigen Beamten unsere Umwelt vergiften, was natürlich lächerlich ist. Hinter mir befindet sich unser neuestes Raketenprojekt, das wir geheim halten bis zum Start, wenn Sie mir dieses kleine Wortspiel verzeihen. Und vor mir steht ein nicht maßstabsgetreues Modell unserer Startkuppel, von der wir unsere Raketen donnernd in den Orbit schießen. Ja, dann noch nichts mehr. Rocketeers, diese bunten Dinger hinter mir sind Rapcons erste Flugversuche. Lesen Sie sich ruhig auch die Plaketten durch. Jetzt kommen wir zum Höhepunkt der Tour. Dank einer großzügigen Spende von Rapco tauchen Sie nun ein in die Welt der Roboter. Okay. Okay, los. Hier sehen Sie den unglaublichen Augenbot, den bedrohlichen Wachbot und den stets hilfsbereiten Mr. Handy. Das liegt bei uns einfach in der Familie. Wunderbare Raketen. Und waren die Schaltkreise ein bisschen durcheinander? Da sind doch hier drüben die Dinge. Ach du meine Güte. Das ist die letzte Station der Tour. Dieses Modell des Sonnensystems ist ein Beispiel dafür, wohin die Verbindung von Rapco und Rapcon führen soll. Sehen Sie die kleinen Raketen? Sie werden von Robotern gesteuert, ständig auf der Suche nach Ressourcen auf fremden Planeten. Ja, dann machen wir auf. Und damit endet die Tour, Rocketeers. Rapco und Juniorpartner Rapcon bedanken sich für Ihr Interesse. Für weitere Fragen stehe ich gern zur Verfügung. Machen Sie es gut und besuchen Sie uns bald wieder. Oh, und halten Sie sich von zugangsbeschränkten Bereichen fern. Zu Ihrer eigenen Sicherheit. Willkommen im Hauptsitz von Rapcon, Rocketeer. Sind Sie hier, Raketen sind unterwegs. Lage zu besichtigen? Da haben sie geimpft irgendwie. Aber die Tür da vorne dürfte garantiert zu sein. Nee. Was haben wir denn hier? Irgendein Computerterminal. Kann ich irgendwas drücken? Hier ist bloß so ein
Sicherheitsgurte. Na, ich muss mal gucken, womit ich mich leichter machen kann. Das bringt mir aber nicht viel. So, Sunset. Moment ist. Okay. Ich muss nur noch eine Sache loswerden. Das bin wieder leicht. Ja, man will ja ungern irgendwas großartig wegschmeißen. Die waren ja noch ein paar Türen. Was haben wir denn? Ein bisschen Schrott. Das scheint hier so ein kleiner Shop zu sein. Der Roboter hat auf jeden Fall einen an der Wie kann ich Murmel. Ihnen dienen? Das hier ist Toilette. Da ist nichts. Und hier ist bestimmt. Das ist doch schön. Haben wir durchschnittlich verschlossen. Kann ich jetzt nicht öffnen. Kann ich nicht öffnen. So. Fusionszellen. Fusionszellen kann ich immer gebrauchen. Was haben wir denn da drin? Nicht autorisiertes Gesichtsmuster. Gültigen Sicherheitsausweis erkannt. Vorläufiger Zugang gewährt. Bitte Registrierung im Sicherheitsbüro ausführen. Okay. Wo ist denn das Sicherheitsbüro? Wo ist denn das Sicherheitsbüro hier? Ist das hier das Sicherheitsbüro? Hier. Sehr leicht verschlossen. Ne? Dann gucken wir da mal.
Mensch, mach doch mal. Die Backausführung. Mal gucken, ob er jetzt noch. Ja, dass man das nicht immer so einfach überspringen kann. Ich versuche es mal mit dem da. Zwei richtig. Team waren zwei richtig. Das müsste dann bedeuten. Da war einer richtig. Da war einer richtig. Also dieses kann man nur zu knacken, wird nicht einfach. Oh, das hat geklappt. Love. Nutzerdaten zur Datenbank hinzugefügt. Gucken wir uns mal an, was hier noch so steht. Das sind hier eine Korrespondenz. Bin ich jetzt hinzugefügt? Bin ich jetzt ein. Ja, werde ich hier gleich sehen. Na, nix. Ah, sonst ist das Brille. Ich das noch. Hallo, Mrs. Millet. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Arbeitstag heute. Mrs. Millage? Ich bin ein Mann. Ja. Dann musst du eigentlich bedrücken, dass ich jetzt überall Ich kann reinkomme. mich nur nicht aufhalten lassen. Ich habe hier doch eine Lunchbox gerade genommen. Die trinken hier alle, sonst ist. Naja, ich spreche das nicht aus, bevor ich dann nachher hier wieder irgendwie verkrasten. Natürlich, natürlich, nur nicht aufhalten lassen. Jetzt wohl ein Sturz gegeben. Hier kommen wir nach oben.
Aua. Was haben wir denn hier? Toilette mit einem Durchbruch. Ich muss mal auf jeden Fall noch mal wieder her, was er Zugang sind. zum zweiten Stock ist Führungspersonal vorbehalten. Bitte identifizieren. Oh. Ungültige Antwort. Entfernen Sie sich. Sie haben 30 Sekunden bis zur Aktivierung der Sicherheitssysteme. Okay. Einsatzhülle brauchen. Habe ich die jetzt? Kann ich die jetzt anziehen? Powerrüstungstraining wird benötigt. Okay. Ja, das ist eine Powerrüstung, kann ich noch nicht anziehen. Ich werde mal die Waffe wechseln. Das ist ein ganz Hallo, Labyrinth. Mrs. Mellet. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Arbeitstag heute. Ja, habe ich. Also muss ich mir noch einen Zugang für die Führungsebene organisieren. Aber ich muss auch gleich ändern mit dem Teil. Das ist schon auf jeden Fall ein Großrechner zu sein. Ich werde das erstmal gleich rausgehen. Dann mal hoffen, dass ich wieder leicht genug bin. Ja. Ich glaube, ich habe zu viel Schrott eingelagert bei mir. Nicht autorisiertes Gesichtsmuster. Gültigen Sicherheitsausweis erkannt. Vorläufiger Zugang gewährt. Bitte Registrierung im Sicherheitsbüro ausführen. Habe ich doch. Oder muss ich das hier machen? Kann ich nicht. Gut. Immer noch zu schwer. Ich muss irgendwie schaffen zu leveln.
Wirklich viel zu schwer. Wieso habe ich hier zwei Jagdgewehre? Hier irgendwo Raketen, ach, Flammentreibstoff, den kann ich auch loswerden. Den brauche ich erstmal nicht. Bin immer noch zu schwer. Die Powerrüstung. Bin ich jetzt eigentlich. Ich habe Sachen an. Gewicht 15. Tja, wo gehen wir jetzt hin? An der Stelle werden wir nämlich jetzt erstmal wieder stoppen. Und machen dann den Teil 9 weiter. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt ansonsten direkt weg. Nach Las Vegas. Oder New Vegas vielmehr. Und dann werden wir mal sehen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Und wir sehen uns nächsten Sonntag zu Teil 9. Bis dann, ich bin immer raus. Ciao.